Hallo, meine Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Chris Tells. Ja, wir müssen jetzt Jaros Frau suchen. Und zwar müssen wir dafür nach Senica wieder zurück. Und dort die ganzen Kranken heilen. Und dann haben wir die Nebenquest auch fertig. So, hier sind wir unterwegs. Jawohl. Hier vorne haben wir schon mal die erste. Hust, was wollt ihr? Bitte lass uns dir helfen. Ist das ein Heilmittel für die Glaslunge? Ja, vertrau uns. Ich fühle mich plötzlich voller Energie. Es ist wirklich ein Heilmittel. Bitte nehmt das zum Dank für eure Hilfe. Yay, wir haben Verstummungsschutz bekommen. Sehr nice. So, dann haben wir hier vorne noch einen. Jawohl. Sehr schön. Schon mal der zweite Sindaraner, den wir geheilt haben. Bist du Kimber? Du? Was willst du? Wir sind Freunde von Yaru. Yaru? Mein Yaru? Endlich haben wir dich gefunden. Bitte geht einfach. Ich will nicht, dass er mich so sieht. Aber warum? Er würde dich wirklich gern sehen. Ich bin krank. Ich weiß, dass ich mich bald verwandeln werde. Ich darf ihn nicht verletzen. Ich stelle eine Bedrohung für ihn dar. Das ist nicht wahr. Du fühlst dich vielleicht wie ein Monster, aber du bist alles andere als ein Monster. Und selbst wenn du eines wärst, er vermisst dich schrecklich und sehnt sich nach dir. Bist du dir sicher? Wenn du uns nicht glaubst, dann sieh dir das hier mal an. Das ist unser Ring. Man kann die Gravur noch erkennen. An meine geliebte Kimber. Es heißt, wahre Liebe hält ein Leben lang. Ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen, um herauszufinden, ob das wahr ist. Oh, liebster Yaru, ich vermisse dich so. Mein Herz schlägt immer noch nur für dich. Jeden Morgen, jeden Tag und jede Nacht. Doch es geht nicht. Ich kann nicht wieder zurück zu ihm. Selbst wenn er mich vermisst, ich leide immer noch unter der Glaslunge. Deswegen sind wir hier. Wir haben ein Heilmittel mitgebracht. Ein Heilmittel? Ja, es ist nicht viel, aber wir können dir zumindest helfen, deine Krankheit zu besiegen, Kimber. Aber es gibt so viele andere, die es dringender brauchen als ich. Das stimmt, doch die Herstellung dieses Mittels ist sehr schwierig, deswegen brauchen wir so viele Leute wie möglich, um die benötigten Ressourcen zu beschaffen. Außerdem würdest du einen sehr guten Freund von mir sehr glücklich machen, und das wünsche ich mir schon seit langem. Nun, wenn ihr meint, na gut, ich nehme es. Dieses Gefühl, es ist, als würde neue Energie durch meinen ganzen Körper fließen. Könnte dies wirklich die endgültige Heilung für die Glaslunge sein? Ja, yep, sieh mich an. Ich habe vor kurzem noch daran gelitten. Ich kann nicht. Ich muss jetzt los. Yaru erwartet mich. Überanstreng dich nicht. Du hast dich gerade von einer tödlichen Krankheit erholt. Ja, ihr habt wohl recht. Ich danke euch, Helden. Gehen wir zu Yarus Haus. Okay. Ja, aber erst heilen wir die restlichen Sindaraner noch, die das Heilmittel auch noch brauchen. Oh, jetzt kommen erstmal wieder Monster. Juhu! Da, Nummer 1 ist tot. So. So, jetzt noch einmal das und dann müsste es eigentlich vorbei sein. Jawohl. Sehr schön. Was wollt ihr Kinder hier? So, jawohl. Feld. Nice. Yeah.
Brandschutz. Okay. So, dann haben wir jetzt hier oben am Turm noch eine. Mir ist so kalt. Jawohl. Kaffeetasse. Und jetzt, ja. Erstmal wieder fighten hier. Autsch. So, jetzt heilt sich der erstmal wieder. Autsch. Na doch, war gut abgewehrt. Hui. Sehr schön. Also die Bombe von Zass ist definitiv am geilsten. Erstmal wieder zurücklaufen hier. Müssen wir schnell zurück zu Yaru. Immer so ein Gelatsche, das ist der Hammer. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Bist du wieder da? Ich kann es nicht glauben. Ich war noch nie so glücklich wie heute. Ich kann kaum in Worte fassen, wie glücklich ich bin. Hoffentlich kann ich sie auch so glücklich machen. Geh mal! Ihr seid es. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ich weiß gar nicht, wie ich mich revanchieren soll. Ich weiß ja nicht mal, wie ihr heißt. Wir sind Crispin, Wilhelm, JKR, Christopher und deine zuverlässige Freundin Zass. Und Zeitmagier, die dabei sind, die Welt zu retten. Zass und ihre Freunde. Ich werde mir eure Namen merken. Wir sind nur froh, dass wir helfen konnten. Das habt ihr auf jeden Fall. Ihr habt einem alten Mann geholfen, sein Glück zu finden. Ich verspreche dir, dass wir nie wieder voneinander getrennt sein werden, liebster Yaru. Das ist ein Versprechen. Ein Versprechen. Ihr seid unsere Helden und sollt auch etwas bekommen. Ein kleines Dankeschön als Zeichen unserer Wertschätzung. Neues. Ein Verzierungsring. Yay! Okay. So. Ich glaube, wir haben jetzt noch eine Nebenquest von den Volcano-Schwestern offen. Ja. Suche auf dem Friedhof nach der alten Puppe. Okay. Dann gehen wir auf den Friedhof. Ah ja. Das ist die alte Puppe von Galle. Ich frage mich, was sie sagen würde, wenn sie sie wiederbekäme. Sie scheint in einem ziemlich schlechten Zustand zu sein.
Vielleicht kann ich dagegen etwas tun. Matthias, würdest du dir etwas ausmachen? Natürlich nicht. Mal sehen, was ich finden kann. Okay. Lavas Puppe wurde der Tasche hinzugefügt. So. Jawohl. Danke, Matthias. Was hast du mit der Puppe vor? Ich würde sie gerne Geld zurückgeben, aber zuerst würde ich gerne erfahren, was genau passiert ist. Sprechen wir mit Fenja. Sie war bei Azufra, als die Revolution stattfand. Vielleicht kann sie uns mehr erzählen. Hi Fenny, ich vermute, dass du im Moment nicht viel reden möchtest, oder? Das, was machst du denn hier? Fenja, ich weiß, dass du kürzlich deinen Mann verloren hast und ich verstehe, dass du trauerst. Das mag schwer sein, aber ich hatte gehofft, dass wir dir ein paar Fragen über die Revolution stellen können. Das ist wirklich nicht der beste Zeitpunkt. Wartet, wo habt ihr das gefunden? Fenja, erkennst du diese Puppe? Sie gehört der Gelle. Ihre Mutter hat sie genäht. Kannst du dir vorstellen, dass eine Königin Unterricht im Nähen nimmt? Igna hat mich gebeten, sie heimlich zu unterrichten. Sie wollte es wirklich selbst machen. Was ist mit ihr geschehen? Sie und Forin wurden beide hingerichtet. Von der Menge während der Revolution in der Öffentlichkeit gehängt. Es war schwer mit anzusehen. Ihre letzten Worte waren: Sagt meinen Töchtern, dass ich sie liebe. Und hast du das getan? Nein. Ich meine, es ist ja nicht so, dass sie explizit mit mir gesprochen hätte. Außerdem könnte ich ihnen niemals gegenübertreten. Ich habe immer bedauert, wie es passiert ist. Igna und Forin liebten ihr Volk. Ihre Töchter haben etwas Besseres verdient. Fenja, ich denke, das solltest du ihnen selbst sagen. Ich kann nicht. Ich meine, ich bin nicht. Versucht ihr nur, das Messer noch tiefer in die Wunde zu drücken, mich noch mehr leiden zu lassen? Ich glaube, Crispells Absicht ist es, metamorphorisch die Wunden zu schließen, die vor langer Zeit geöffnet wurden. Das ist richtig, Kay. Da Azufra weg ist, ist Cinder gespalten. Fenja und die Vulcano-Schwestern werden zusammenarbeiten müssen, wenn sie die Stadt effektiv führen wollen. Fenja, ich weiß, dass das schwer ist, aber ich höre an deiner Stimme, dass du es auch bereust. Komm mit uns und sprich mit Gelle. Erzähl ihr von ihren Eltern. Sprich die Worte, die seit langer Zeit an dir nagen. Sag ihr, dass es dir leid tut. Ich. Bitte, Fenja. Ich werde es versuchen, Crispell. Wir treffen uns in der Villa der Prinzessinnen. Okay. Dann laufen wir jetzt in die Villa. Mal gucken. Wie einfach alles komplett ausgestorben ist in der Stadt. Da ist sie ja. Was wollt ihr und was macht sie hier? Wir haben das hier gefunden. Das ist. Woher habt ihr das und warum ist sie? Es tut mir leid, Gelle. Ich weiß, was sie dir bedeutet. Ja, was kannst du schon davon wissen? Du begibst dich hier auf gefährlichem Grund, Mädchen. Bitte hör mir einfach zu. Ich habe meine Kräfte benutzt, um sie wiederherzustellen. Ich weiß, dass sie ein Andenken an deine Mutter ist. Und woher genau weißt du das? Ich habe Fenja danach gefragt und ich glaube, sie hat euch beiden etwas zu sagen. Gelle, Vulcano. Ich hatte nie den Mut, mit euch darüber zu reden. Ich wollte euch nur sagen, dass es mir leid tut. Und was die letzten Worte eurer Mutter waren. Ich war dabei, als sie, nun, ermordet wurden von einem gewalttätigen Mob. Was hat sie gesagt, Fenja? Ihre letzte Worte: Sagt meinen Töchtern, dass ich sie liebe. Ich wollte ihren letzten Wunsch schon so lange erfüllen, aber ich konnte es nie. Das tut mir leid. Sie hat euch alle drei so sehr geliebt. Igna war meine Freundin. Wir haben uns eine Menge Ärger eingehandelt, als wir klein waren. Und dein Vater vorhin auch. Ich hatte gehofft, dass ich euch von ihnen erzählen darf. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass Mama irgendetwas angestellt hat. Ich weiß, ich weiß. Sie schien überhaupt nicht der Typ dafür zu sein, oder?
Aber dieses eine Mal wir. Nun, das war auf jeden Fall unerwartet. Ich bin mir nicht sicher, warum du dir so viel Mühe gemacht hast, Mädchen. Aber danke. Ich glaube, Gelle hat das gebraucht. Leider habe ich nicht viele Möglichkeiten, die Geste zu erwidern. Ist schon okay, Volcano. Wir wollten euch helfen. In diesem Sinne, hier, nehmt das. Oh. Maschinenaufzeichnung. Was für ein seltsames Buch. Es gibt nicht viele Sprachen, die ich nicht kenne, aber die hier gehört definitiv dazu. Es erzählt die Geschichte unseres Königreichs Cinder. Aber keiner von uns kann es lesen. Es soll angeblich sehr wichtig sein, aber keiner von uns kann etwas damit anfangen. Ihr spielt alle mit der Zeit herum. Vielleicht findet ihr einen Weg, einen Zinderin zu finden. Vielleicht wird es sich als nützlich erweisen. Volcano. Und nun verschwindet. Jawohl, okay. Aber was machen wir jetzt mit dem Buch? Nassar. Das seltsame Buch. Oh Gott, wo war Nassar denn jetzt wieder? In der Schmiede. In der Schmiede war Nassar. Stimmt. Okay. Stimmt, im Labor in der Schmiede war sie. Also, dass wir so eine gute Verbindung zu den Volcano-Schwestern aufbauen, hätte ich niemals von dem Spiel erwartet. Das ist echt süß gemacht, muss ich sagen. So. Oh. Hoppala. So. Wir speichern hier jetzt erstmal. So. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie zum Lift rüber. Hoch. Einmal. So, und der Kleine ist jetzt auch gleich weg. Sehr schön. Oder, falsche Richtung. So, da müsste sie eigentlich sein. Ja, genau. Das sind ja die Diebe schon wieder. Was verschafft mir dieses Mal die Ehre? Sag mal, Nassar, könntest du dieses Buch für uns übersetzen? Warum sollte ich? Warte, das Buch? Diese Entwürfe. Ich verstehe sie, aber warum sollte ich euch helfen? Und du solltest dich schämen, dass du es nicht übersetzen kannst. Unser Erbauer wäre sehr enttäuscht. Weißt du, wer mich erschaffen hat? Tue ich? Das ist seltsam. Tue ich nicht. Das ist im Moment nicht wichtig. Dieses Buch beschreibt nur ein altes System, das unter der Stadt installiert ist und wie man es aktiviert. Hier, ich werde das Wissen in deinen Erinnerungsspeicher übertragen. Okay, geht es dir gut? Ich glaube, jetzt verstehe ich es. Es beschreibt, wie man ein Lava-Abflusssystem aktiviert. Vielen Dank für deine Hilfe, Nassar. Und dafür, du weißt schon, dass du uns nicht getötet hast. Das war das Beste daran. Fort mit euch, ihr kleinen Diebe. Vielleicht bin ich in Zukunft nicht mehr so nachsichtig. Aber du, Zeuge, nimm das. Oh, nice. Ich schätze, das war's dann. Ja,
Nun, junge Magier, wir sollten uns lieber wieder der Aufgabe widmen, die vor uns liegt. Okay, ja, dann gehen wir jetzt wieder. Genau, wir müssen jetzt in die Katakomben, dass wir zum Millenniumsfelsen kommen. So. Hui. So, Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like und ein Abo, da würde ich mich riesig freuen. Und dann sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge, wenn wir in die alten Ruinen gehen. Tschüssili!